Hallo Freunde und willkommen zum finalen Part von Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Hinter diesem Portal wartet unser finaler Bosskampf auf uns, der Todbringer. Ja, ihn zu besiegen wird vielleicht nicht so ganz einfach, deswegen habe ich mich mal für den Notfall ein wenig vorbereitet. Und zwar mit allem Nötigen, was ich jetzt eigentlich für diesen Kampf brauche. Also die Herzmedaillen habe ich rausgenommen, weil da sowieso keine Herzen erscheinen werden. Dafür aber meine Lebenskraftmedaillen, damit ich die 20 Herzen voll habe. Dann natürlich zwei Feen, falls ich ja jetzt draufgehen sollte und ich ja notfalls eine wiederbelebt werden kann. Und dann natürlich das Wichtigste in diesem Kampf für den absoluten Notfall, falls es mal wirklich eng wird. Zweimal der Rüstungstrank V. Ja, dieser ist ja was ganz Besonderes, und zwar wenn ich den getrunken habe, bin ich für 3 Minuten lang unverwundbar. Also ich nehme überhaupt absolut keinen Schaden. Ich habe deswegen sogar zwei dabei, falls es wirklich mal richtig eng werden sollte. Und als Notfall habe ich dann sogar auch noch die Medizinmedaille dabei, um die Wirkung dieser Tränke sogar zu verlängern. Das heißt also, es kann eigentlich nicht viel schief gehen, aber ich will natürlich ja versuchen, möglichst nicht auf diese Tränke zuzugreifen, sondern ihn ganz aus eigener Kraft besiegen zu können. Mal sehen, ob wir das hinbekommen. Also gut, da gehen wir mal rein. Kirita, ich habe dir etwas zu berichten. Wenn du hier weitergehst, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht mehr zurückkehren kannst, ohne den Kampf beendet zu haben, bei 100%. Fühlst du dich bereit für den Kampf? Ja, aber sowas von. Kirita, ich bin immer bei dir. Kirita, viel Glück. Okay, dann mal los. Wir müssen ihn fertig machen. Um Zeldas Seele willen. Oh, ganz nett hier. Da ist er also. Du bist wirklich gekommen. Du scheinst tatsächlich ernst zu meinen, Menschlein. Sieh dich gut um. Das ist das Letzte, was deine Augen je erblicken werden. Ich hasse die Götter. Endlich habe ich meine Kraft zurück. Ich werde dich zermalmen. Wie lange wirst du vor mir bestehen können? Sei so gut und stirb nicht sofort, ja? Von nun an erzittert die Welt unter meiner Herrschaft. Ich werde jeden, der es wagt, die Hand gegen mich zu erheben, auslöschen! Und die unendliche Macht. Wenn ich erst das Triforce habe, dann gehört diese Welt den Dämonen. Tja, Kumpel, aber da habe ich ja noch ein kleines Wörtchen mitzureden. So, da ist er, der letzte Kampf, der Todbringer. Mann, ich muss irgendwie blocken. Aber ich schaff das nicht. Okay. So, einfach immer nur blocken. Ich muss ja eigentlich ja nichts anderes tun, als seinen Faustschlag kontern. Und dann schaffe ich das schon. So, Vorsicht. Lässt mal ausweichen. Gut, dass ich ja den Hylia-Schild habe. Wow, das war knapp. So, es läuft ja eigentlich ja ganz gut. So, den kriegen wir schon noch. Keine Sorge.
Wow, fuck. Los. Los, nicht die Nerven verlieren, den schaffen wir. So. Ah, verdammt, da hat das Blocken nicht ganz geklappt. Wow. Tja, so leicht... So leicht lasse ich mich hier nicht fertig machen. Los, komm schon. Zeig mir mal deinen besten Schlag hier. Los, komm. So, blocken und einfach wieder zurück. Und zack. Wow. So, wie lange wird das wohl noch dauern? Ich weiß es nicht. Ich mache einfach so lange weiter, bis ich es geschafft habe. Das wird jetzt hier der Mega-Part. Oh, verdammt. Los, komm schon. Das kann doch nicht so lange dauern, dass die erste Phase so lange dauert. Na, verdammt. Komm schon. Ah, na toll, mein Himmelsschrei funktioniert hier nicht. Wow. Ja, die Attacke habe ich gehasst an dem Typen. Los. Komm schon! Ah, Mist. Irgendwie funktioniert das mit dem... Na los, jetzt mach. So, gut. Wir haben es geschafft. Das war die erste Phase. Hat aber auch ganz schön lange gedauert, aber jetzt kommt das richtig fiese. So, jetzt machen wir nämlich ja uns die Gewitterstürme hier zunutze. Oh, scheiße! Mann, ich war zu langsam. Ah, schon wieder! Komm schon, ich brauche einen Blitz. So. Ah, Mist, der war ein bisschen schneller als ich, aber egal. Immer ausweichen. Und that's. Ach, shit. So, Doppelkonter. Ach, shit. Ich muss mich... So, ausweichen und zack! Und Fangstoß! Ach, verdammt daneben! Verdammt, schnell ausweichen! So, jetzt kriege ich dich! Und Fangstoß! Komm schon! Oh, Link, was machst du da? So, jetzt kriege ich dich aber! Und zack! Die! Er ist besiegt. Tja, das Schwert ist weg. Ein Menschlein, besiegt von einem Menschlein, beeindruckend, aber merkt ihr, es ist nicht vorbei. Mein Hass, meine Dämonen, beides wird ewig bestehen. Es wird nie aufhören.
Ihr beide, mit dem Blut der Göttin und dem Mut des Helden, ihr sollt für alle Zeiten verflucht sein. Die Verkörperung meines bodenlosen Hasses wird euch auf Ewigkeit in einem blutigen Meer der Finsternis verfolgen. Ja, was auch immer. Jetzt geh endlich sterben, Mann. Wir haben's geschafft. Wir haben den Todbringer besiegt. Und Zeldas Seele gerettet. So, und wir nehmen jetzt seine Essenz in das Masterschwert auf. Vernichtung des Todbringers bestätigt. Seine noch verbliebene Essenz wird in das Masterschwert übertragen. Die Versiegelung ist abgeschlossen. Ja, wir haben es geschafft. Das Masterschwert ist jetzt das sicherste Gefängnis für den Todbringer. Da kommt er nicht mehr so schnell raus. So, wir sind wieder da. Das hast du gut gemacht, Link. Bardo und Zelda! Danke, Link. Es ist vorbei. Wirklich vorbei. Aber Zelda, das ist doch jetzt kein Grund zu weinen. Also nee. Nicht übel, ihr beiden. Danke, dass ihr euren bescheidenen Beitrag zur Legende des Helden Bardo geleistet habt. Mann und Witz. Wieder mal typisch Bardo. Auch du hast eine wichtige Rolle gespielt. Vielen Dank. Ach Quatsch. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Nachdem wir hier fertig sind, will ich endlich in meine Zeit zurück. Das Mütterchen hat sich Sorgen um euch beide gemacht. Wir müssen schnell zurück, damit sie sieht, dass es euch gut geht. Yep. Was zum... Hi? Göttin Hylia. Ich meine, Zelda. Ich bin so froh, dass ihr in Sicherheit seid. Gebieter, ich muss dir etwas sagen. Beschützer der als Mensch wiedergeborenen Göttin. Bezwinger des Todbringers. Link, der Held. Meine Bestimmung, dich zu führen, hat sich nun erfüllt. Das bedeutet, Gebieter, hier trennen sich unsere Wege. Hä? Wenn du das Schwert wieder in seinen Sockel steckst, ist meine Arbeit getan. Ich werde zurück in einen ewigen Schlaf fallen. Du hast deine Bestimmung meisterlich erfüllt, Gebieter. Bitte bringe das Schwert zurück an seinen Platz und erfülle so den Willen der Göttin. Entbinde mich nun meiner Aufgabe, Gebieter. Wow. Es muss leider sein. Das Schwert hat seine Aufgabe erfüllt. Und jetzt muss es wieder an seinen Platz, bis es eines Tages wieder erneut gebraucht wird. Link.
Meine mir von der Göttin auferlegte Bestimmung war es, dich als Helden zu leiden. Nachdem ich geweckt wurde, war dies die Pflicht, die ich als Dienerin der Göttin zu erfüllen hatte. Aber unsere gemeinsame Zeit ist nun die wertvollste Erinnerung, die ich in mir trage. Link, ich kann die Herzen der Menschen nicht analysieren, aber... Nun, da unsere Reise ihr Ende gefunden hat und ich mich wieder im Masterschwert zur Ruhe begeben muss, beginne ich etwas zu spüren. Ihr Menschen nennt dieses Gefühl... Freude. Nun, da meine Bestimmung erfüllt ist, beginnt mein Bewusstsein bereits in Schlaf zu verfallen. Ich möchte dir noch etwas sagen, das mir von unserer Reise besonders in Erinnerung geblieben ist. Du hast es auf deinem Weg oft gehört und nun möchte ich auch dir es sagen. Danke. Mein Gebieter, Link. Vielleicht werden sich unsere Seelen irgendwann erneut begegnen. Tja. Das war's also. Fei schläft jetzt nun wieder im Schwert. Aber wer weiß, vielleicht wird irgendwann wirklich der Tag kommen, an dem sie wieder erwachen wird. Aber Impa, du musst mit uns kommen. Zelda, ihr besitzt Julias Erinnerungen, ihr wisst doch. Ich gehöre in diese Zeit. Ja, aber... Kehrt zurück in eure Zeit. Ich werde das Portal zerstören, sobald ihr hindurchgegangen seid. Aber nach all dem, was wir zusammen erlebt haben, kann ich dich hier nicht allein zurücklassen. Bitte, Impa, komm mit uns. Ich bin durch das Zeitportal gegangen, um euch zu beschützen und die Welt zu retten, wie Hylia es bestimmt hat. Jetzt wird die verbliebene Essenz des Todbringers in diesem Schwert festgehalten. Jemand muss darüber wachen. Es darf nicht wieder erwachen. Er darf die Welt nie mehr bedrohen. Das ist unsere Aufgabe. Wir Shika sind stolz darauf, dass die Göttin uns dafür auserwählt hat. Zelda, das Triforce. Die unendliche Kraft des Triforce ist zu mächtig, um blind darauf zu vertrauen. Nach der Erfüllung seiner Aufgabe muss es vor der Welt verborgen ruhen. Die Göttin Hylia hat mich dies gelehrt, wisst ihr noch? Wir werden uns wiedersehen. Ganz bestimmt. Tja, das stimmt sogar. Und sogar schneller als ihr denkt. So, und jetzt wieder zurück in unsere Zeit. So. Und seht mal, wer uns da erwartet. Was hat sie da am Arm? Ja, ganz genau. Der Armreif von Zelda. Das Mütterchen war die ganze Zeit Impa.
Tja, und wisst ihr sogar, was das Verrückte daran ist? Diesen Armreif hatte sie sogar auch schon beim ersten Besuch im Siegelhain um. Das war, glaube ich, bei mir Part 6 oder so. Da müsstet ihr mal darauf achten, dass sie den da auch getragen hat. Tja, und jetzt ist natürlich die Frage, dass der tatsächlich alles so passiert ist, wie es passiert ist. Seht ihr? Ich habe doch gesagt, wir würden uns wiedersehen. Ja, aber wenn sie so das genau so wusste. Sie hatte die ganze Zeit diesen Armreif dabei. Also, kann es also sein, dass es die ganze Zeit wirklich so vorhergesehen war, dass wir zum Helden werden, den Todbringer erledigen? Aber was ist, wenn wir jetzt versagt hätten? Was ist, wenn jetzt der Todbringer jetzt uns einfach platt gemacht hätte und die Geschichte dann ganz anders verloren wäre? Und wieso zum Teufel riecht es jetzt hier auf einmal nach Kupfer? Egal. So, wir würden uns wiedersehen. Ja. Ist das nicht toll? Sie ist zwar alt geworden, aber sie war trotzdem die ganze Zeit noch hier. Bis zu diesem Moment. Aber jetzt ist es leider Zeit zu gehen. Tja. Impa. Ich danke dir. Danke. So, und da ist auch wieder das Masterschwert. Da, wo es hingehört. The Legend of Zelda Skyward Sword. Es ist vorbei, Freunde. Das ist der letzte Part meines Let's Plays gewesen. Das war überhaupt mein Let's Play und Wahnsinn. Also, ich fand's einfach nur geil. Das Spiel war wirklich hammermäßig gut gemacht. Also, wirklich schön. Zugeben, die Rätsel waren vielleicht manchmal ein bisschen, naja, schwierig zwar, aber leider etwas zu kurz. Also im Vergleich zu anderen Zelda-Teilen, die ich ja gespielt habe, waren die Tempel relativ klein gehalten, muss ich leider sagen. Aber es war auch trotzdem sehr interessant. Die Bosskämpfe waren fördernd, besonders ja hier im Heldenmodus. Ja, so, jetzt kann ich euch eigentlich ja hier nur mit den Credits allein lassen. Mit ein paar zusätzlichen Bonus-Clips, in denen ja Zelda aus Zeldas Sicht quasi, als sie zum Beispiel das erste Mal im Erdreich war. Da ist ja zum Beispiel jetzt die alte Impa. Tja. Wirklich wunderschöne Bilder. Also wirklich auch richtig geiles Spiel. Laut der offiziellen Timeline von Nintendo sogar das erste Zelda überhaupt. Also mit der die gesamte Geschichte anfängt. Also jetzt nicht das erste Zelda-Spiel, das hier gemacht wurde. Es gibt ja schon zig andere. Bereits, aber auf jeden Fall laut der Timeline nimmt hier alles seinen Anfang. Skyward Sword erzählt ja die Geschichte unter anderem, wie das Masterschwert entstanden ist, was es mit der Göttin auf sich hatte und wir konnten sogar auch mal das Triforce suchen. Also alle drei Fragmente auf einmal. Das gab es ja bisher, glaube ich, auch noch gar nicht. So, ja, aber was gibt's jetzt an dieser Stelle noch zu sagen? Also, ich fand's einfach nur geil, dass ich es Let's Playen konnte. Also ich habe mich echt riesig darauf gefreut, seit ich zum ersten Mal das Let's Play von Lux Ledwin gesehen habe. Wollte ich es unbedingt selber mal zocken, habe mir deswegen sogar auch extra eine Wii gekauft dafür. Und ich bereue es auch überhaupt nicht deswegen. Deshalb einfach nur wirklich tolles Spiel. Und ich würde natürlich auch gerne andere Zelda-Teile machen. Also falls ihr sogar Vorschläge habt, was ich als nächstes machen könnte. Also ich dachte ja zum Beispiel irgendwann mal demnächst Twilight Princess zu Let's Playen, vielleicht auch sogar Ocarina of Time und Majora's Mask und dann natürlich auch noch
viele, viele andere. Also, da würde ich mich sogar richtig freuen, wenn ich das machen würde. Könnte, oder also, wenn es euch gefallen würde, wenn ich das machen würde. Aber wie dem auch sei, also da könnt ihr ja gerne mal eure Meinung dazu hinterlassen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann, tja, wird das nächste Zelda-Let's Play auch wirklich vielleicht auch nicht so lange auf sich warten lassen. Gut, bevor ich dann jetzt hier noch irgendwas weiter sage, also nach den Credits kommt ja nochmal ein kurzer Dialog, bei dem ich ja noch ein bisschen lesen darf. Aber bis dahin verabschiede ich mich schon mal an dieser Stelle und wir sehen uns dann irgendwann in einem anderen Let's Play wieder. Bis dann, Freunde, und ciao! Ja.
Ich wollte immer hierher kommen. Ich wollte das Erdland sehen. Den Wind auf meiner Haut spüren. Jetzt möchte ich hier leben. Den Boden unter meinen Füßen spüren. Und zu den Wolken aufblicken. Und das Triforce beschützen. Link? Was wirst du nun tun? Tja, eine gute Frage. Link macht das, was er am besten kann. Er lächelt. Tja, aber was wird jetzt wohl in dieser Geschichte so weitergehen? Das weiß ja leider keiner so genau. Was Link zu diesem Zeitpunkt vorhat? Tja, wer weiß. Vielleicht setzt er sich erstmal eine Zeit lang zur Ruhe und wartet darauf, dass es eine neue Aufgabe für ihn gibt. Aber bis dahin ist das hier das Ende. So, du hast das Spiel im Heldenmodus beendet. Möchtest du vor dem letzten Kampf speichern? Na klar. So.